Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So. Meine Lieben, hier sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Jetzt muss ich anfänglich mich bei euch nochmal sehr herzlich entschuldigen für unser Chaos gestern. Wir hatten ein großes technisches Problem und mussten deshalb die Sendung ja abbrechen. Dieses Problem ist jetzt gelöst und das heißt, wir können in alter Frische loslegen. Wie immer freitags eine freie Themennacht und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Vanessa und Vanessa ist 18 Jahre alt. Hallo Vanessa. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ja. Ja. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, und zwar, ich bin krankhaft eifersüchtig, aha, weil mein Freund mich schon mal betrogen hat. Sagst du mir, wie alt dein Freund ist? 23. 23. Und wie lange seid ihr schon zusammen? 1 Jahr und 8 Monate. 1 Jahr, 8 Monate. Hm. Wie lange liegt dieser Betrug zurück? Da waren wir ungefähr 5, 6 Monate zusammen. Also schon eine ganze Weile. Ja. Ja. Also ich denke mal, dass es am Anfang vielleicht angefangen hat und dann vielleicht bis zum 6. Monat oder so. Hm. Das heißt, dieser eine Betrug, es war nur ein Betrug bisher? Mit seiner Ex-Freundin, ja, aber hat öfters mit ihr geschlafen. Aha, also es waren mehrere Betrüge. Er hat das mehrfach gemacht? Ja. Wie oft hat das gemacht? Das weiß ich nicht so genau, also... Also es ist einige Male vorgefallen? Ja, also ich denke mal vielleicht 4 Mal oder so. Wie hast du das rausbekommen? Also, mein Freund, der war immer bei einer Freundin oben in der Wohnung. Mhm. Und da war seine Ex-Freundin auch immer. Mhm. Und das habe ich erst später rausbekommen, mhm, dass er halt da bei der immer oben saß und so. Und da habe ich zu ihm gesagt, dass ich das nicht möchte, ja, weil halt seine Ex-Freundin da immer ist. Ja. Und er hat mir halt immer wieder versprochen, dass er es nicht macht, dass er nicht mehr hingeht. Mhm. Aber immer wieder habe ich rausgekriegt, dass er da oben saß halt. Wie hast du denn rausgekriegt? Ich meine, oben sitzen und mit ihr reden ist ja die eine Sache. Wie hast du rausbekommen, dass da was lief zwischen den beiden? Ja, also, ich habe mich mit der Freundin, also wo er oben saß, mhm, habe ich mich ja, ich bin ja nicht doof, ich habe mich dann halt mit der angefreundet irgendwann. Ah, wie geschickt. Wie geschickt. Ja. Aha, und dann? Und dann hat die dir das erzählt? Nee, noch krasser. Also, es hat eine Weile gedauert, bis ich sie ein bisschen ausgequetscht habe. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, ach, Tino ist bestimmt fremdgegangen und ich habe da sowas gehört und so. Aber und wenn ich unterbrechen darf, die wusste, dass du die neue Freundin bist von ihm. Ja, na klar. Das wusste die haben ja, ne, auch über mich gesprochen. Ja, so. Und du hast die ausgequetscht. Mhm. Ja, und dann? Und er hat halt ganz dreckig so gegrinst und da sag ich so, du weißt doch was. Und sagte, naja, ich habe da ein Video. Ach. Ja, wie ein Video. Ja, also nicht, wo sie miteinander schlafen, sondern halt, wo die beiden bei mir oben saßen. Mhm. Und das halt sie halt heimlich aufgenommen. Mhm. Sie hat halt so eine Kamera, die ist so in so einem Kuscheltier drin so. Ja. Und dann hat sie die aufgenommen. So. Und das hat sie mir dann halt gezeigt. Aber was war denn da zu sehen? War da was Handfestes zu sehen? Ja, also man hat sie gehört. Also, wie soll ich das sagen? Da hat man halt gehört, ja, wie die Freundin, die sagte zu der Ex-Freundin, ja, das war ja da, wo ihr euren Wald habt und die war zu dem Zeitpunkt auch schwanger, die Ex-Freundin, und da hat sie bloß noch gesagt, naja, hoffentlich ist das Kind ja nicht von ihm und so. Was für ein Kind? Die Ex-Freundin ist schwanger. Ach so. Ja, also sie hat jetzt. Mann, ist das kompliziert. Ist das kompliziert. Wir verkürzen das erstmal. Jetzt mal. Du hast also definitiv rausbekommen, dein Freund hat mit der Ex Sex gehabt, 4 Mal. Ungefähr, ja. Ungefähr. Und er hat das auch zugegeben dann hinterher. Ja, also wie gesagt, auf dem Video haben sie halt darüber gesprochen, dass sie das haben miteinander. Und ja, da hat die Ex-Freundin halt noch gesagt zu ihm, ja, hoffentlich das Kind sich von dir und so. Ja. Ja, und hat er noch gesagt, nein, wir wollen ja nicht vom Schlimmsten ausgehen. Mhm. Und ja, wir wollen halt auch immer so eine Leckereien. Also, hast du ihn denn zur Rede gestellt? Ja, na, natürlich. Ja, und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, ich habe es gemacht. Ein paar Mal mit der. Erst hat das abgestritten. Aber hinterher hat er ja gesagt. Ja, und hinterher hat das zugegeben. So, da haben wir schon mal einen Fakt. Da ist also definitiv was passiert. Ja. Seitdem bist du, sagst du, krankhaft eifersüchtig. Ja.
Wie macht sich denn diese krankhafte Eifersucht bemerkbar? Sag mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel, er geht ja jetzt wieder seit einer Weile arbeiten. Mhm. Und er muss halt immer aufschreiben, zum Beispiel, von wann bis wann er arbeiten geht. Mhm. Und das muss er unterschreiben lassen von Arbeit. So, und da gucke ich halt immer nach, ob das stimmt. Ach so, dann muss er dir den Zettel, den er vom Arbeitgeber unterschreiben lässt, muss er dir auch nochmal vorlegen? Nö, ich gucke da heimlich nach. Da liegt ja im Schrank. Ach so, du guckst heimlich nach. Verstehe. Ja. Und was noch? Ja, da gucke ich halt immer, ob das stimmt und so. Und er muss halt auch immer Samstag arbeiten. Mhm. Also nicht immer, aber und dann glaube ich das auch manchmal nicht, wenn er jetzt schon wieder sagt, ja, ich muss schon wieder Samstag arbeiten. Mhm. Ja, und dann gucke ich halt immer wieder nach, ob das stimmt, dass ich Samstag arbeiten muss. Okay, das machst du heimlich. Gehst du ihm denn so auch auf die Nerven, indem du ihm, weiß ich, irgendwie... Ich lass ihn nicht mehr alleine rausgehen. Du lässt ihn nicht mehr alleine rausgehen? Nee. Uiuiui. Ich, wenn er auch hingehen will, ich sage immer, ich komme mit, ich komme mit. Ihr wohnt richtig fest in einer Wohnung zusammen? Ja. Ja. Und wenn er mal mit seinen Freunden rausgehen will, sagst du, ist nicht, ich komme mit? Ja. Wie reagiert er darauf? Also, jetzt geht's. Also er sagt jetzt eigentlich nichts mehr. Er sagt, ja, komm mit. Aber früher war es anders. Ich kann ja nicht mal alleine wohin gehen und dies und das. Und sei ich so misstrauisch. Und spionierst du auch so, weiß ich jetzt, im Handy rum? Ja. Machst du auch? Liest du heimlich seine SMS und guckst du? Also er hat jetzt die Tastensperre drin und die kriegt man nur mit dem Sicherheitscode raus. Ach so, aber vorher hast du es gemacht? Ja, und aber da war halt nichts Besonderes. Ich denke mal, der ist auch nicht doof. Der wird halt auch seine Anrufe löschen. Ja. Also du bist ständig auf der Hut und bist ständig in Alarmbereitschaft. Genau, und ich, auch wenn er nicht da ist und seine Bauchtasche liegen lässt, gucke ich da halt rein oder überall halt. Guckst auch so in seine Hosentaschen, was, ob da vielleicht irgendein Zettel ist, der auf irgendetwas hindeutet oder was auch immer. Das heißt, du bist immer am Kontrollieren. Ja. Vanessa, das kannst du nicht machen. Ja, das kannst du nicht machen. Auch. Nee, weißt du warum? Weil ich bin hundertprozentig sicher, auf Dauer machst du dir damit die Beziehung und die Liebe kaputt. Ich finde, ich kann gut verstehen, dass du sauer bist und dass dein Vertrauen ziemlich erschüttert worden ist, dass er dir damals fremdgegangen ist. Das ist auch ein schlimmer Vorfall, finde ich auch. Und vor allen Dingen, er hat mir halt immer wieder versprochen, dass er halt keinen Kontakt mehr mit seiner Ex-Freundin hat, weil ich habe immer wieder darüber gebeten, dass ich das nicht möchte, dass er sich mit der unterhält und dies und das, dass die mich vielleicht wieder ausnutzt. Und immer wieder, wenn er sie auf der Straße gesehen hat, ist er immer wieder hin oder sie hat ihn gerufen und immer wieder haben sie erzählt und ich glaube auch getroffen, keine Ahnung. Aha. Also ich habe immer wieder von neu angefangen, kann man so sagen. Mhm. Ich kann ihm irgendwo nicht mehr vertrauen. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, die Ex-Freundin, die lässt ihn einfach nicht in Ruhe. Mhm. Also ich meine, das ist natürlich, er ist ein Typ von 23. Das heißt, wenn er sagt, dass er keinen Kontakt mehr mit ihr haben will, dann wird sie auch über kurz oder lang wird sie sich zurückziehen. Das ist auch sein Bier, da eine klare Grenze zu ziehen. Sie zieht sich ja eben nicht zurück. Ja, aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich verhält. Da sind wir beide ja nicht dabei, wie die miteinander reden. Ja, das ist ja halt überhaupt nichts mehr, weil er ist ja jetzt schon eine ganze Weile arbeiten und er kommt immer pünktlich nach Hause und. Vanessa, ich sag dir, ich rate dir nur wirklich, wenn du hast dich ja entschieden, du willst ja mit ihm weiter zusammen sein, auch nachdem damals das passiert ist. Ne? Du hast dich ja entschieden. So, wenn man so eine Entscheidung fällt, muss man auch wieder eine Portion Vertrauen auf den Tisch legen. Selbst wenn damit vielleicht das Risiko verbunden ist, dass er das nochmal macht. Wenn er es dann aber nochmal machen würde, wäre aber endgültig Schluss, finde ich. Ja. Das, was du jetzt machst, ich prognostiziere, dass du dir deine Beziehung damit kaputt machst. Irgendwann geht einem das so auf die Nerven, man fühlt sich so eingeengt, dass man richtig Aggressionen auf den anderen entwickelt. Und die Gefahr, glaube ich, besteht, dass dein Freund Wut entwickelt auf dich, wenn du sowas machst. Da musst du dich mehr zurückpfeifen. Das liegt auch in deiner Macht. Auch wenn du jetzt sagst, ich kann das nicht, du kannst das. Das musst du nur wollen. Da muss man sich für entscheiden. Gib dem einfach mal ein bisschen mehr Freiraum. Das kann ich ja eben nicht zum Beispiel auch. Musst du dich versuchen. Musst du versuchen, das zu tun. Wenn er zum Beispiel von Arbeit kommt, ja. Ich bleib dann auch die ganze Zeit zu Hause, weil ich kann ja nicht irgendwie rausgehen, weil ich habe den keine Ruhe. Wenn ich draußen bin oder so, denke ich mir auch,
Vanessa, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Du kannst den ja nicht wie ein Sklave letztendlich immer beobachten und um dich herum haben. Zu einer Beziehung, zu einer Liebe gehört auch Vertrauen. Und da muss man sich auch. Bei der Ex-Freundin ist das wirklich Problem. Weil vor allen Dingen, was ich nicht verstehe, ist, vor allen Dingen die zusammen waren, also die waren 2 Jahre zusammen. Mhm. Und die ist halt fremdgegangen bei ihnen und alles sowas. Mhm. Und zum Beispiel ich bin noch nicht ein einziges Mal fremdgegangen. Ja, ist auch gut. Dadurch hast du auch Autorität. Das heißt, das wird er auch respektieren. Und damit kannst du auch auftrumpfen. Ich verstehe nur nicht, warum er der immer hinterhergelaufen ist. Ich würde auch nicht so lange in der Vergangenheit jetzt rumbohren. Mhm. Setz dich mit ihm an den Tisch und sag ihm oder verlange von ihm eine Aussage, dass das definitiv vorbei ist. Und dass du dir keine Sorgen mehr machen brauchst. Das ist ja das Problem, das hat er schon oft gesagt. So, das hat er gesagt. Und dann wirst du das jetzt auch mal glauben. Und gibst euch ganz einfach mal eine neue Chance. Und da musst du dich zu zwingen, Vanessa. Ich verstehe deine Eifersucht, aber man darf sich in vielen Dingen nicht gehen lassen, auch nicht in der Eifersucht. Ich glaube ihm das ja irgendwo auch, dass er wirklich nichts mehr mit dir zu tun haben will. Bloß, wenn sie ihn immer auf der Straße sieht, sie läuft immer wieder hin. Ja, weißt du, die können auch ruhig mal ein paar Worte miteinander reden. Auch da muss man großzügig sein. Nee, das möchte ich nicht. Das solltest du aber erlauben. Solange die nichts miteinander haben, die müssen sich ja nicht Feind sein. Die waren mal 2 Jahre zusammen, da kann man auch mal ein paar Worte reden. Nee, das ist gerade bei der ist das so ein Problem. Dein Freund ist der. Wenn dein Freund es nicht will, passiert da auch gar nichts. Und wenn du deinem Freund Vertrauen schenkst, das wird ihm gut gefallen, wenn du sagst, ich vertraue dir. Da musst du ihm auch mal ein bisschen Luft geben und eine neue Chance. So, Vanessa, jetzt kein Aber mehr. Jetzt versuchen wir das mal. Einverstanden? Mhm. Wenn es auch schwer fällt. Und vor allen Dingen, die Ex-Freundin, die fängt auch mit uns an zu belästigen. Die droht uns jetzt so. Ja, sie kriegt wohl noch Geld von ihm. Und das soll er regeln. Das soll er regeln. Er ist ein 23-jähriger junger Mann. Mann, oh Mann, das soll er schaffen. Ja, also er hat das ja eigentlich, was heißt geregelt, aber er ist zu ihr hingegangen, auch zu der Mutter, und hat gesagt, lass uns bitte in Ruhe und du kannst ja gar nichts nachweisen. Wie auch immer, Vanessa, was die Eifersucht anbelangt, musst du ihm mehr Freiraum lassen. Das ist jetzt mein Rat und meine Antwort auf dich. Okay? Wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, ihr seht, wir sind wieder da und es funktioniert alles wunderbar. Ich war ja ein bisschen verspannt vorhin, als ich ja zur Sendung gegangen bin, weil ich dachte, naja, piepst es wieder und wir müssen euch alleine lassen und die Sendung abschalten, aber es funktioniert tadellos. Ich bin verbunden mit Tanja und Tanja ist 37 Jahre alt. Tanja hat aufgelegt. Dann geht es weiter mit dem Frank und Frank ist 33. Hallo Frank. Ja, hi Jürgen. Hallo Frank. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin zum ersten Mal verliebt. Du bist zum ersten Mal verliebt? Jo. Mit 44? Nee, mit 33. Ach, mit 33, Entschuldigung, da habe ich mich ja verguckt. Ja. Mit 33 zum ersten Mal verliebt? Ja. Wie kommt das? Und das ist richtig übel, ehrlich. Und mir geht's richtig super schlecht. Warum ist das übel? Normalerweise sind die Leute immer froh, wenn sie verliebt sind. Also, du musst dir mich vorstellen, so knapp 1,78 groß, früher Kraftfahrer, 125 Kilo. Aua, ja. Heute, also kleiner geworden bin ich nicht, aber ich wiege jetzt noch 62 Kilo ungefähr. Oh, gute Figur. So fertig macht mich das. Ja, es gefällt mir aber mittlerweile selber auch nicht mehr. Also zu schlank ist auch fies. Moment, du bist jetzt verliebt und bist deshalb schlank geworden und bist fertig mit Nerven? Was hast du, dir gefällt es nicht, dass du verliebt bist? Ja, doch, eigentlich schon. Aber ich kenne Liebe nicht. Ja, bitte? Seit diesem Zeitpunkt, wo ich diese Frau das erste Mal gesehen habe. Ja, wann war der Zeitpunkt? Wann hast du sie zum ersten Mal gesehen? Das allererste Mal gesehen habe ich sie vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren. Und seit wann bist du verliebt? Verliebt bin ich seit Dezember 2004. Dezember 2004. Also kurz vor Weihnachten letzten Jahres. Also ein Jahr lang. Richtig. Fast. Hm. Was heißt denn verliebt? Heißt verliebt nur verliebt? Oder heißt das da schon auch, was läuft zwischen euch beiden und dass ihr euch oft seht? Nein, eben nicht mehr. Es ist was gelaufen zwischen uns. Mhm. Und ich bin also ständig bei uns in einem Einkaufsladen gewesen und habe sie irgendwann mal gesehen und denke, Mensch, ist ja eine klasse Frau irgendwie. Mhm. Und ja, der damalige stellvertretende Marktleiter, der hat dann gesagt, Schmidt, lass die Finger davon, die ist verheiratet. Mhm. Ja, und damit bin ich auch abgegangen und dann habe gesagt, dann lasse ich die Finger daraus, ich will da keine Ehen zerstören oder so. Ja. Und
dann irgendwann meine damalige Beziehung, mit der ich auch ein Kind habe. Ach so, es gab schon eine Beziehung. Ja, ich hatte schon viele Beziehungen. Moment, aber in die Beziehung, mit der du ein Kind hast, in die Frau warst du nie verliebt? Nein. Du warst noch nie, bevor wir das jetzt weiter vertiefen mit der aktuellen Verliebtheit, nochmal einen kurzen Schlenker in die Vergangenheit. Du hast noch nie das Gefühl erlebt, in eine Frau verliebt zu sein? Nein. Du hattest Beziehungen zu Frauen? Ja. Auch reichlich Sex mit Frauen? Ja. Aber nie verliebt gewesen? Richtig. Auch nicht so als Pubertierender irgendwie so in Mädel mal verguckt? Nee. Gar nichts? Nee. Ist schon merkwürdig, ne? Finde ich. Ich habe nie das Gefühl irgendwie, dass ich jemanden liebe. Wenn ich das im Fernsehen gesehen habe, dann habe ich einen Hals gekriegt. Mit diesem Romantikkram und so, dann bin ich voll durchgedreht. Wieso warst du denn dann mit deiner Beziehung, mit der du ein Kind hast, warum warst du mit der zusammen, wenn du nicht verliebt in sie warst? Genau das frage ich mich seit dem Zeitpunkt jetzt auch. Wie lange warst du mit dieser Beziehung damals zusammen? Fünf Jahre. Fünf Jahre? Ich hatte davor schon eine Beziehung, die war 9 Jahre. Und nie ein Gefühl der Liebe empfunden zu den Frauen. Nee. Haben die Frauen das ja nicht gemerkt? Sex und doch, die haben sich beschwert, dass ich eben nie sagen konnte, ich liebe dich oder ich denke an dich oder so. Also war das so waren das so Gewohnheitsgeschichten? Ja. Freundschaften? Gewohnheit. Nee, einfach irgendwo kennengelernt bei irgendwelchen Blind Dates oder so. Und dann ist man zusammengeblieben, man hat regelmäßigen Sex gehabt und man hat eine gemeinsame Wohnung und dann lief das alles irgendwie so der Trott. Genau. So, okay, das war jetzt die Vergangenheit. Jetzt hast du diese Frau da in dem Einkaufscenter kennengelernt. Habt ihr miteinander geschlafen? Nach 8 Wochen das erste Mal. Nach 8 Wochen das erste Mal. Gab es denn dann so eine Art Affäre zwischen euch beiden? Also nach 8 Wochen, nachdem ich mich in sie verliebt habe, definitiv. Also diese 8 Jahre Vorlauf, das ist ja nur die Zeit gewesen, in der das eben... Hab ich so verstanden. Nachdem ihr dann zueinander gefunden hattet, gab es da eine Zeit lang eine Affäre? Ja, sie ist sogar bei ihrem damaligen, sie hat es so genannt, noch WG-Mitbewohner. Der aber ihr Mann, Freund war. Ihr Freund, ja, gewesen ist. Vor ewigen Jahren hat sie gesagt, und da war auch mal Liebe im Spiel, aber das ist schon lange nicht mehr und es gibt auch schon 1,5 oder 2 Jahre keinen Sex mehr. Aha, also da gab es eine Annäherung zwischen euch beiden. Ja, aber im Moment nicht mehr? Ist es wieder auseinander oder was? Ganz genau, es ist jetzt wieder auseinander seit dem 18. März. Oh, diesen Jahres. Da hat sie sich von heute auf morgen, sage ich mal, innerhalb von einer Woche. Mit 18. März, dann lief das ja gar nicht lange, wenn ihr im Dezember 2004 erst zusammengekommen wart. Lief ganz kurz noch, ja. Und warum? Warum hat sie dann Schluss gemacht? Das würde ich auch gerne wissen, ohne Begründung. Du hast sie nie gefragt? Nein. Doch gefragt, ja, aber darauf kriege ich dann immer die Antwort, man kann sich ja alles nochmal überlegen. Na, das ist eine tolle Antwort. Es war aber schon so, wir haben schon über Familie, über Kinder geredet. Ja. Am 18. März war Schluss wieder. Ja, richtig. Habt ihr seitdem irgendwie ab und zu mal ein bisschen Kontakt miteinander? Auf jeden Fall, ich suche den Kontakt zu ihr und sie meidet den Kontakt auch nicht oder versucht es nicht. Sie sagt mir nicht, ich liebe dich nicht oder ich finde nichts für dich, das kann sie nicht. Also ihr seht euch schon, aber es läuft nichts. Richtig. Ist sie denn wieder bei ihrem ehemaligen Mann da zurück? Ja. Da ist sie wieder. Ja, auf jeden Fall. Läuft zwischen den beiden noch was? Nein. Nein, weil du gerade die Andeutung gemacht hast... Da einfach nur zurückgegangen, weil ich weiß von ihr, dass sie einen ganzen Haufen Kohle von ihm kriegt. Und er hat gesagt, wenn du gehst, dann kriegst du dein Geld nicht. Ah, verstehe. Ja. So, aber die hat jetzt in den letzten Monaten nichts ausgesagt über ihre Gefühle zu dir? Nein, da ist sie sehr verschlossen gewesen eigentlich. Was macht ihr denn so, wenn ihr euch trefft? Trinkt ihr Kaffee und... Nein, ich fahre einfach nur, wenn ich jetzt weiß, sie fängt morgens früh an zu arbeiten, dann bin ich runtergefahren zum Laden, dass wir uns vor ihrer Arbeitszeit treffen können, dass ich sie sehe und versuchen kann, mit ihr zu reden. Oder abends, wenn ich weiß, sie hat jetzt Feierabend, sie hat Spätschicht, dann fahre ich hin und warte auf sie und sie ist auch nicht abgeneigt, Kontakt aufzunehmen. Ach so, aber so normal, so ich weiß, am Wochenende mal oder am Abend ausgehen ist nicht. Jetzt kam ich drauf, dass ich zu ihr gesagt habe, ich wünsche mir nichts zu meinem 33. Geburtstag, aber dass ich mit dir eine Stunde Kaffee trinken kann. Und darauf sagte sie dann einfach nur so, wieso, wann hast du denn überhaupt? Aber sie hat nicht gesagt nein. Mhm. Ne? Ich sage, sag mir einfach nur, du liebst mich nicht und dann verschwinde ich. Aber das kann sie nicht. Dann kriegt sie riesengroße Augen und leuchten und funkeln da drin. Mhm. Also ich mache solche Faxen, ich fahre mit dem Auto hinter ihr her, wenn sie Feierabend hat und stelle mich irgendwo auf eine Hauptkreuzung an der Ampel, mache Warnblinkanlage an und schreie laut rum, das, Baby, ich liebe dich. Ich laufe hier mit Farbe rum und beschreibe die Straßen damit. Jetzt muss ich dich noch was fragen mit dem Übergewicht von gerade. Hast du wirklich dadurch, dass das so problematisch jetzt läuft dieses Jahr, in diesem Jahr so viel abgenommen? Ja.
Das heißt, genau vor einem Jahr warst du noch so schwergewichtig? Richtig. Und wir sagen, 100, was hast du da, 100 wie viel Kilo? 125 etwa. 125 Kilo und wiegst jetzt nur noch 65 Kilo? 62,5, glaube ich. Und alles wegen, gewogen. Ja, und alles wegen der Liebe, beziehungsweise wegen des Liebeskummers. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das ist ja ein Hammer, sage ich dir. Ja, das ist ja wirklich ein Hammer. Ich sehe auch an ihr, dass es ihr dabei überhaupt gar nicht gut geht. Ich weiß nicht, was sie hat, sie kann nicht darüber reden. Aber ich sehe, sie sieht super schlecht aus und sie muss mindestens seitdem auch 8 Kilo etwa abgenommen haben. Sie ist schon mega leicht. Als ich sie damals kennengelernt habe, hat sie 50 gehabt. Sie ist wie alt? 28. 28. So. Das heißt, ich höre daraus, dass die dich offensichtlich auch irgendwie mag oder irgendwas ist da. Aber es ist noch was ganz Geheimnisvolles im Hintergrund, was wir beide nicht richtig kapieren. Und vor allen Dingen, sie macht den Mund nicht auf. Richtig. Hm? Ja doch, sie macht den Mund schon auf, aber dann kommt da immer irgendwie so ein Zeug, was ich irgendwie gar nicht verstehe. Ja, klar, natürlich. Also sie sagt nichts Konkretes. Also du sagst, wenn du mir sagen würdest, ich liebe dich nicht mehr, damit könnte ich was anfangen, das wäre traurig für mich, aber ich könnte daraus eine Konsequenz ziehen. Genau. Ja? Stattdessen sagt sie gar nichts, wenn du sagst, ich liebe sie oder lass mich... Wenn ich zu ihr sage, Baby, oder mein Schatz, ich liebe dich. Pass auf, Frank, ich würde an der Stelle, ich meine, das ist natürlich eine besondere Situation, wenn man bis zum 33. Lebensjahr oder 32. Nie verliebt war. Ja. Ich würde etwas mehr von der Frau verlangen. Ich würde von der Frau, und das kann man, eine Erklärung verlangen für das, was los ist. Habe ich auch gesagt, ich verlange eine Erklärung. Und da hat sie gesagt, was für eine Erklärung? Man kann sich doch alles nochmal überlegen. Das ist immer das... Dann soll sie dir sagen, warum sie es überlegen will, woran es scheitert, warum sie sich jetzt wieder zurückgezogen hat. Die soll dir einfach mal ein bisschen die Fakten auf den Tisch legen, damit du das verstehst. Das musst du ihr klar machen. Ja. Und wenn sie, du musst es ja wirklich aber massiv klar machen. Ja. Du musst ja gar nicht drohen, sondern einfach, damit sie kapiert, damit sie auch damit sie einfach versteht, dass es wichtig ist, dass du es verstehst, was da los ist. Ja. Wenn sie sich komplett dicht macht, kann ja sein, ich weiß es nicht, dann würde ich mich an der Stelle, und wenn das noch so weh tut, würde ich mich zurückziehen. Ich habe mich schon so derbe zurückgezogen, dass aber wenn du jeden Morgen und jeden Abend da vor dem Laden stehst, klingt das aber nicht nach zurückziehen. Also für sie nicht zurückgezogen, für sämtliche andere. Ich habe keine sozialen, zwischenmenschlichen Kontakte mehr. Ja, das ist schon schlimm genug. Das darfst du nicht machen. Weil die alle sagen, vergiss es, die ist es nicht wert oder so. Ja. Da sage ich nein, aber ich habe da was in mir drin, ey. Ja, aber man darf auch nicht Meckes mit sich machen lassen, wenn man verliebt ist. Ja. Wir wissen ja gar nicht, was die für ein Spielchen spielt. Vielleicht ist sie wirklich in einer Notsituation, dann soll sie das erklären. Vielleicht will sie dich auch einfach nur ein bisschen warm halten, weil sie merkt, der Depp ist so verrückt nach mir, mit dem kann ich das machen im Moment. Kann ja sein, wir wissen es ja nicht. Ja. Das heißt, also nochmal, du musst sie nochmal klar um eine Stellungnahme bitten. Die soll ihr Verhalten dir nachvollziehbar erklären. Ja. Wenn sie es nicht tut, dann stehst du nicht mehr morgens da vor dem Laden und auch nicht abends mehr vor dem Laden. Ja, mittlerweile ist das schon eine ganze Ecke weniger geworden, auf jeden Fall. Du machst dich da wirklich... Sie hat auch immer gesagt, was das für ein super gutes Gefühl ist, dass es mal jemanden gibt, der für sie da ist. Ja, aber dann muss sie merken, dass derjenige irgendwann nicht mehr für sie da ist, wenn sie sich so benimmt, wie sie sich benimmt. Ja, also der Kontakt in den letzten 8 Monaten, der ist also super, super wenig. Ja, da muss es noch weniger mal geben. Einmal die Woche oder so, dann rufe ich sie mal an. Ja. Oder ich erscheine einfach mal irgendwo so, dass sie weiß, ich bin da noch und mich gibt es noch. Wann hast du Geburtstag? Ich hatte am 9. Du hattest am 9. November? Ja, richtig. Aber ist es eben nicht zu dem Treffen gekommen zwischen euch beiden? Nee, komischerweise hat sie seit dem Tag, ist sie nirgends mehr aufgetaucht. Also ich habe sie weder auf der Arbeit gesehen, da sind komischerweise auf einmal andere Marktleiter in dem Laden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du versuchst sie einmal noch zu erreichen. Ja. Und dann redest du in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn da nichts mehr rauskommt, würde ich mich an deiner Stelle wirklich richtig radikal zurückziehen. Ja, nur wie komme ich da mit dieser Herzgeschichte raus und mit dem Kopf? Ich will da ja von wegkommen, ja. Mich interessieren aber seitdem keine anderen Röcke mehr. Ja, aber ich glaube, die beste Medizin ist immer, sich von der Person zu entfernen, und wenn das auch noch so schlimm ist und so schwierig fällt. Du, ich habe nächste Woche einen Tätowiertermin, ich lasse mir ihr ein Passfoto am Hals tätowieren. Nee, das wirst du mal nicht machen, das ist ja völlig albern. Nein, ich bin sowieso von oben bis unten zugehackt, also ich bin recht bunt.
Ja, aber du musst jetzt nicht noch ihr Bildnis auf deinem Körper haben, wo du noch gar nicht weißt, wo es lang geht mit der Frau. Doch, das würde ich, ich habe gesagt, das würde ich für ewig wollen und ich habe ihr auch gesagt, ich würde auf ewig auf sie warten. Ja, das kannst du ja alles machen. Nee, da so würde ich da aber gar nicht rein. Aber jetzt reden wir, glaube ich, ein bisschen im Kreis. Ich habe dir meine Meinung gesagt, Frank, und versuch mal durchzuziehen, was du schaffst emotional. Okay? Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Gut, und nochmal toi 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 für deine Sendung. Ich finde die super klasse und guck das immer. Dankeschön, sehr nett. Alles Gute. Super, danke. Ciao. Tschüss. Frank war das. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der gerade genannten Telefonnummer oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hier ist Nadine und Nadine ist 25 Jahre alt. Hallo Nadine. Ja, hallo. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, jetzt kommt der Oh-mein-Gott-Effekt. Erstmal bin ich ganz geschockt, dass ich jetzt da wirklich drin bin. Eigentlich wollte ich zu dem Thema gestern was sagen, zu den schlechtesten Eigenschaften. Ja. Aber ich habe mir dann gedacht, egal, jetzt muss man aber langsam durch. So, mein Problem ist einfach, dass ich meine eigentlich ganzen 25 Jahre in meinem Leben echt nur gelogen habe und jetzt mittlerweile vor einem riesigen Gerüst stehe, so, wo ich echt weiß, das bricht jetzt über mich zusammen und ich weiß nicht hin, nicht her, nicht zu welcher Person, weil alle von mir im Endeffekt belogen worden sind. Was ist die schlimmste Lüge? Oh, die schlimmste Lüge waren die letzten 8 Jahre. Da habe ich jemanden vorgelogen, er hat sich in mich verliebt, klar so, wo er mich kennengelernt hat. Ich dachte aber, das wäre vielleicht was für ein Jahr oder sowas. Mhm. Ich war jung, ich war 17 Jahre alt gerade mal und habe gedacht, ja, das geht dann schnell vorbei. Und er hat sich dann so in mich verliebt, dass ich dann echt 8 Jahre lang, die letzten 8 Jahre nur ein Leben gelebt habe, was nicht zu mir gepasst hat, was ich nicht bin. Das heißt, du warst in ihn nicht verliebt? Und hast es vorgeführt? Ich habe ihm, am Anfang habe ich ihn geliebt, also ich habe auf jeden Fall geglaubt, es ist das wert, das auch zu tun, alles so von meinem letzten Freund dann davor noch einfach zu gehen, womit ich auch schon, also jetzt meinen Ex-Freund belogen hatte, weil ich dann gesagt habe, weil er gesagt hat, du tauchst hier mit einem Typen auf und sprichst mich an und ich habe dann gesagt, er wäre mein Bruder, der Typ, der dabei war und das war mein Freund. Und dadurch habe ich ihn... Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du bist 8 Jahre mit einem Mann zusammen gewesen. Genau. Was war denn jetzt die Lüge an dieser Geschichte? Ja, dass ich schon nach einem Jahr eigentlich immer wieder gelogen habe, ja, ich liebe dich noch so wie am Anfang, weil ich auch immer dachte, es geht vielleicht so. Achso, das heißt, also ganz am Anfang warst du schon verliebt, aber sagen wir mal so 7 Jahre hast du ihm vorgespielt, verliebt zu sein oder ihn noch zu lieben, ohne dass es, obwohl es gar nicht der Fall war. Ganz genau, und dann habe ich eben auch, weil ich, er ist absolut ein netter Kerl und eigentlich auch so ein lieber Kerl und ich habe dann auch ein Kind von ihm bekommen, so der Kleine ist jetzt 6 Jahre alt, der liegt nebenan und... Okay, sag mal noch ein paar andere Beispiele, wo du lügst. Oh Gott, ich hab, wie gesagt, mein ganzes Leben lang nur gelogen. Ich habe meine Schwester belogen, meinen Bruder belogen. Wie hast du sie, was hast du belogen? Erzähl mir das mal, damit ich das besser verstehe. Wenn du nur sagst, ich habe gelogen, kann ich damit doch nichts anfangen. Was hast du deiner Schwester gegenüber gesagt, was nicht stimmte? Oder vorgespielt, was nicht stimmte? Ja, vorgespielt eigentlich. Ich habe immer so getan, als wenn ich eigentlich die kleine Schwester wäre, die eigentlich irgendwo immer hilfebedürftig gewesen wäre und immer ihren Schutz gebraucht hätte. Dann hinter ihrem Rücken alles im Gegenteil gemacht. Ich habe mich geschlagen, geprügelt, geklaut, viel mit Drogen zu tun gehabt, wo sie immer gesagt hat, wenn was ist, dann sag es mir bloß, ich will es nicht von anderen Leuten hören. Und ich dann aber so gedacht habe, ich werde sie so enttäuschen, ich werde sie verlieren oder mehr meine ganze Familie verlieren, dass ich lieber gelogen habe. Es war für mich leichter. Du hast deiner Schwester ein ganz anderes Ich vermittelt von Nadine, als du eigentlich bist. Ganz genau, und das mache ich eigentlich mit jedem. Ja, sag mir noch ein Beispiel, wo ich es vielleicht auch noch gut mir vorstellen kann. Wo was ich noch gut vorstellen kann, ja, ich habe eine Freundin kennengelernt, auch in diesem Zeitraum, wo ich mit meinem Ex zusammen war, hab der auch dann natürlich, ja, bin deine beste Freundin und sowas und hab die echt bei der erstbesten Gelegenheit, hab der die ganze Wohnung leergeräumt mit ein paar Kollegen, das war, wie? Also echt das... Geklaut alles, oder wie? Ja, also alles, was in dem Sinne wertvoll war, ja. Ob das jetzt eine Playstation war oder Teile von der Anlage. Wie bist du da reingekommen? Hattest du einen Schlüssel von der Wohnung? Ich hatte von ihren Schlüssel, ja. Sie hatte mir gesagt, weil sie auch einen Hund hatte, ich sollte dann nach dem Hund gucken gehen und sowas. Und wie ist die ganze Sache ausgegangen? Du hast die wertvollen Sachen rausgeholt und dann? Ja, ich meine, ich bin da eben durch, ja, denke ich mal, muss man nicht ganz dreckig sein, geschickter Lügner. Ich habe ihr dann gesagt, ja, der war zu der Zeit auch im Flur, ich habe ihn gesehen und der hatte damals auch einen Schlüssel, denkst du nicht, der hat ihn dir nachgemacht. Du hast den Verdacht auf jemand anderen gelenkt?
Genau, und sie hat mir so blind vertraut, dass sie auch mit der Person noch Streit angefangen hat. Verstehe, das ist natürlich schon heftig. Das ist schon. Das ist mehr als heftig. Ganz schlimm ist das. Ja. Nun bist du heute 25 Jahre alt, du hast dich von diesem Ex-Mann getrennt, du hast ein Kind, sagst du gerade. Gibt es so ein Gefühl, dass du sagst, diese Lügenschlinge zieht sich immer mehr zu? Ja, es zieht sich zu. Gibt es Personen, wo du im Moment sagst, ich kann nicht mehr, ich mach da was ganz Schlimmes, ganz aktuell im Moment? Ja, das sind eben, wie gesagt, mein Ex-Freund und meine Schwester, weil meine Schwester jetzt noch am Ende, ich hatte ihr dann damals mal versprochen, ich würde es lassen mit dem Lügen. Aber der Ex-Freund ist ja nur weg. Insofern ist das ja, das Problem hat sich ja gelöst quasi. Ja, das ist in dem Sinne ja nicht weg, weil ich ja den Kleinen von ihm habe. Schon, und aber du musst ja nicht mehr sagen, ich liebe dich. Insofern. Nein, das mache ich auch nicht. Aber wenn er jetzt auf mich zukommt oder irgendwas so von mir möchte, dann ich verwehre mich auch nicht komplett, weil ich ja eigentlich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Er ist ja gar nicht die schuldige Person. Ja. Ne? Nur ich weiß, dass es hat sich alles in der Zeit, wo ich eben die Beziehung beendet habe, weil ich so, es läuft nicht mehr, ich kann es nicht mehr aufrechterhalten. Es wissen zu viele Leute, es kriegen zu viele Leute mit. Da habe ich eben zugemacht. Ich habe gesagt, so, mein Ex-Freund weg. Mit meiner Schwester wollte ich erstmal keinen Kontakt, jetzt dann aber nicht also gelassen. Also sind die Hauptmenschen, ist der Ex-Freund, mit dem du irgendwas gerne klären würdest wollen? Ja. Wie würdest du dich ihm denn gerne ehrlich gegenüber verhalten, jetzt, nachdem er dein Ex-Freund ist? Am liebsten würde ich mich einfach nur mit ihm hinsetzen und ihm einfach mal alles runter erzählen. Aber wenn er mir dann gegenüber sitzt und er guckt mich dann schon immer so an, als okay, das verstehe ich. Aber was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie du dich ihm aktuell gegenüber verhältst. Er ist dein Ex-Freund im Moment. Ja. Was ist das Verlogene im Moment in deiner Beziehung zu ihm? Ja, er hat mich jetzt dann letztes Mal erst, also vor 2 Tagen erst gefragt, wenn da jetzt irgendwo jemand anders wäre, für den ich etwas übrig hätte oder Gefühle entwickeln würde, dann sollte ich ihm das schon sagen. Und ich kann es nicht. Ich kann es nicht und ich tue es irgendwie nicht. Gibt es denn jemand anderen, gegenüber dem du Gefühle entwickelst? Ja, Gefühle in dem, also Gefühle kann man nicht sagen, jetzt in dem Sinne Liebe, Gefühle schon, weil ich mag diese Person und er denkt eben, da entwickelt sich mehr draus. Ja. Das ist aber die erste Person, die ganz neu in mein Leben getreten ist und wo ich jetzt mal vielleicht auch ehrlich sein könnte, was mir eben wichtig ist, weil ich schon nur noch Leute um mich rum habe, wo ich unehrlich bin. Mhm. So, die zweite Person ist, wie ich es verstanden habe, für dich ganz wichtig, die Schwester. Ja, meine Schwester und mein Bruder, ganz genau. Dass ja. du den eher die Wahrheit, den reinen Wein einschenkst, was mit dir los ist und wie du bist. Ja, weil die eben auch denken, ich war 8 Jahre lang mit ihm glücklich und da ist nichts gewesen und sie ist jetzt eine ganz brave geworden. Und ja. Was ist denn mit dieser Freundin, der du die Wohnung ausgeräumt hast? Gibt es dem Kontakt noch? Nein, überhaupt nicht mehr. Mhm. Das ist dann aber erst 2 Jahre später, ist das dann im Sand verlaufen, auch wegen anderen Sachen, das war gar nicht die Sache. Jetzt würde ich an deiner Stelle, wenn du schon so ein großes Bedürfnis hast, nach 25 Lügenjahren, dich etwas ehrlicher den Menschen gegenüber zu verhalten, würde ich mal bei der Familie anfangen. Deine Schwester und deinem Bruder gegenüber. Ich weiß nicht, ob es nun gerade so toll ist, wenn du deinem Freund, mit dem du 8 Jahre zusammen warst, dem quasi jetzt hinterher an den Kopf hämmerst, pass mal auf, 7 Jahre war ich überhaupt nicht mehr verliebt in dich. Und das habe ich alles gelogen. Das mag dir gut tun. Aber es ist immer die Frage, wie sehr man den anderen damit verletzt. Was du natürlich tun solltest, wäre ab sofort und jetzt in der Gegenwart dich ihm klar gegenüber verhalten. Und ihm auch Sachen sagen, beispielsweise wenn du dich in einen anderen Mann verliebst. Ja. Das schon. Aber ich würde jetzt erstmal anfangen, quasi mich zu öffnen und mal klar Schiff zu machen der Schwester gegenüber und dem Bruder. Das ist schon schwierig genug, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall schwierig, weil ich jetzt das Gefühl habe, die werden mir auch, egal was ich ihnen jetzt erzähle, das mit Sicherheit wieder nicht glauben. Ja, ja. Das ist natürlich immer, wenn man lügt, oder wenn man sehr viel lügt sogar, irgendwann glauben die Leute einem überhaupt gar nichts mehr. Ja. Aber was bleibt dir anders übrig, als es so zu versuchen? Also Koffer gepackt und woanders hingegangen. Ja, aber das ist weglaufen, ne? Ja. Also weglaufen. Also ich würde, wie gesagt, mit der Familie anfangen und dann vorsichtig an den ehemaligen Freund rangehen, aber ihm nicht die ganze Wahrheit aus der Vergangenheit ans Gesicht hauen. Warum? Was bringt es jetzt noch? Ja. Verhalte dich ihm jetzt gegenüber ordentlich und aufrichtig und es ist gut. Liebe Nadine, alles Gute. Ja, danke schön. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen gibt's keinen Promi-Talk, wollte ich euch noch sagen. Warum? Weil Karneval ist. Ihr da draußen, die ihr nicht hier in Köln oder im Rheinland lebt,
könnt euch ja gar nicht vorstellen, was hier schon wieder los ist. Ich war heute Nachmittag hier in Köln in der Stadt. Es sind ja nur Jecke unterwegs, die ja anjohlen und singen und so weiter. Also deshalb ist morgen am Samstag auch ein großes, unter anderem ein großes Karnevalsprogramm im WDR Fernsehen. Und es gibt keinen Promi-Talk. Josi, hallo Josi. Oder Josi. Oder ja, hallo. Hallo. Ist Josi richtig? Oder ja, Josi. Josi. Ja, hallo. Hallo. 16 Jahre alt. Ja. Um was geht's, meine Liebe? Also ich glaube, dass ich das Unglück anziehe. Ich habe nicht verstanden. Ich glaube, dass ich das Unglück anziehe. Dass du das Unglück anziehst? Ja, das ist jetzt nicht auf Aberglaube oder sowas, sondern ich weiß nicht, ich habe einfach so das Gefühl. Aber so ein Gefühl rührt ja irgendwo her. Woher rührt das? Ja, das hört sich zwar ein bisschen unglaublich an, aber ich habe gesehen, wie ein Mann ermordet wurde und ich wurde dann selber festgenommen wegen Mord und Totschlag. Wie bitte? Ja, Du hast gesehen, wie ein Mann ermordet wurde? Ja. Ich war mit einer Freundin zusammen, wir waren abends spät draußen und dann hatten sich da drei Leute gestritten gehabt. Mhm. Und ich bin ziemlich neugierig, deswegen habe ich die ganze Zeit drauf geachtet und irgendwann es waren zwei Frauen und ein Mann, ist eine Frau auf den Mann zu und hat ihm halt einen Messerstich gegeben. Wohin? Und Herz, also Brustgegend. Ich wusste damals nicht, dass es Herz und Lunge war. Ja, ja. Und dann bin ich hingerannt und wollte ihm halt, hat so gesagt, helfen. Die beiden Frauen sind weg. Mhm. Und dann, Achso, die Täterin und die andere Frau sind weggelaufen. Ja, genau. Und dann lag der Mann mit dem Messer in der Brust. Nein, das Messer haben sie rausgezogen, also haben sie mitgenommen. Achso, da lag aber der verletzte Mann lag da und du bist hingelaufen. Ja, aber ich wusste erst nicht, dass er so eine schwere Verletzung hat. Mhm. Aber ich bin dann näher gegangen, ich dachte, dass er betrunken wäre oder so. Mhm. Ja, und dann habe ich halt gesehen, dass alles glänzt und so, bin ich gleich hin. Habe ihn dann in die stabile Seitenlage gepackt und so. Mhm. Hat aber alles nichts geholfen. Dann habe ich ihn... War der noch bei Bewusstsein? Ja, aber nur ganz kurz. Hat mich auch angeguckt, hat versucht zu atmen. Aber es ging ja halt nicht, weil es durch die Lunge war. Und dann habe ich ihn so auf meine Knie genommen, so einen Arm. Und dann habe ich die Polizei angerufen. Die Polizei kam dann auch. Da waren, wenn ich unterbreche, du warst nicht alleine. Du warst dann, da waren noch Leute, ne? Ja, aber die haben rumgestanden und nichts getan. Ja, okay. Also du hast, ich meine, das ist ja schon eine tolle Sache, wenn du da mit deinen 16 Jahren stabile Seitenlage, oder 15 sogar, stabile Seitenlage und so, und ihr habt dann, du hast die Polizei angerufen. Dann kamen die auch gleich und natürlich für die war es schon klar, dass ich die Mörderin war. Und dann mussten wir uns alle ransetzen. Mhm. Ja, ich wurde als letztes abgeführt. Haben die das denn überhaupt kapiert, wenn da kein Messer mehr in der Brust steckte, was da passiert war? Nicht wirklich, die haben uns gefragt und ich meine, wir haben das denen wirklich alles erklärt. Wir meinten noch, die Mörderin ist unten bei der Bahn, weil bei uns fahren die Bahn erst ab 4 Uhr. Ja, super. Und wir haben gesagt, sie ist noch unten bei der Bahn und die haben uns nicht geglaubt. Ja. Und haben die denn wenigstens sofort einen Notarztwagen angerufen? Ja, das schon. Ich hab, das wird sie total bescheuert haben, aber ich habe die Nummer vergessen gehabt in dem Moment. Mhm. Und dann habe ich erstmal Feuerwehr gerufen, habe die wieder aufgelegt, habe die Polizei angerufen, die dachten, dass das ein Scherz sei. Ja, ich meine so, das ist kein Scherz und so, und die haben mir das nicht geglaubt. Also ist kostbare Zeit dann noch verloren gegangen, bis dann ein Notarztwagen kam. Ist dieser Mensch noch vor Ort verstorben? Ja. Weißt du das? Ja, ich hatte ihn noch auf dem Schoß und da ist er gestorben. Und ich habe mich so, ich weiß nicht, ich wollte dann auch nicht von ihm weg. Ja. Ich bin einfach die ganze Zeit da geblieben und musste mich aber ransetzen, hat mich die Polizei abgeführt. Okay, dann ist die Polizei, hat wirklich tatsächlich angenommen, dass du als 15-jähriges Mädel diesen Mann erstochen hast. Ja, weil dann kam die eine Frau kam dann wieder zurück und meinte dann von wegen, du Schlampe hast ihn umgebracht. Oh, davon darf ich gar nicht sagen, aber sie hat mich auf jeden Fall ziemlich beleidigt und meinte halt, dass ich es gewesen wäre. Aber deine Freunde waren doch auch da als Zeugen. Die haben das auch alle bezeugt und so. Nur die Frau hat dann einen riesen Terz gemacht und dann kam erstmal ein Krankenwagen für sie und haben sich alle um sie gekümmert. Weil sie ja so einen Schock hätte das und sie aufgelegt hätte. Wie lange hat es denn gedauert, bis die Polizei dann kapiert hat, dass du nun wirklich nicht die Mörderin warst, sondern geholfen hast? Ein Tag. Ich sage, es ist auch im Gefängnis. Ein Tag im Gefängnis? Was ja, also in der Zelle. Ich musste meine ganzen Klamotten abgeben, da vorne Fotos gemacht, Fingerabdrücke, Speichertest. Wie krass alles. Das ist echt krass, oder? Und das mit 15 und vor allen Dingen... meine Mutter wusste nicht, dass ich weg war. Wir hatten so, ich habe gesagt, ich schlafe bei einer Freundin und sowas. Und ja, du musst, war schon irgendwie. Mann, oh Mann.
Das war vor einem Jahr, sagst du ungefähr, ne? Ja. Hm. Weißt du, ob man die wirkliche Mörderin gefunden hat? Ja, hat man, weil wir konnten ja auch Zeugenaussage machen und alles. Und es haben ja echt alle, wir haben alle das gleiche ausgesagt. Und gab es irgendwann eine Gegenüberstellung, dass du die Frau identifizierst? Nein, das gab es nicht. Aber das Schlimme war am Gerichtstermin, ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass sie hinter mir sitzt. Mhm. Aber das ist natürlich total, oh, ich zitter voll. Das ist natürlich total krass, wenn man, ich wollte die nicht im Rücken haben. Ich wollte nicht, dass sie hinten sitzt und so. Und musste mir auch natürlich zu Gerichtstermin und war so viel Presse da und keine Ahnung. Seitdem will ich auch irgendwie nichts mehr mit Öffentlichkeit zu tun haben, weil es total ätzend ist. Ja. Also du musstest dann bei dem Gerichtstermin sogar aussagen, warst vor Ort. Mhm. Zu was ist diese Frau verurteilt worden? 3 Jahre im Gefängnis und dann wird sie abgeschoben nach Portugal, weil da kommt sie her. Und das war irgendein Beziehungskonflikt, was die hatten? Ja. So, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe das Gefühl, ich ziehe das Unglück an. Ja. Ist denn jetzt daraufhin nochmal was Schlimmes passiert? Ja, das ist auch total krass gewesen. Ich habe irgendwie so ein Talent dafür, um mal dieses Schreckliche zu sehen. Hm. Das ist vor 2 Jahren gewesen. Kam ich gerade von der Fahrschule und Roller. Ach so. Ja. Hm. Und da hat ziemlich geschneit gehabt. Das war das erste Mal in Hamburg, dass wir so hoch Schnee hatten. Hm. Und die Bahn ist gerade eingefahren und ich bin gerannt und neben mir war auch ein Mann. Ich weiß nicht, vielleicht so Anfang 20 oder so, also war nicht gerade alt. Mhm. Aber ich habe gesehen, dass die Bahn noch einen Moment braucht und dass es kein Kurzzug war. Und dann bin ich langsamer gegangen und der Mann ist trotzdem gerannt, ist ausgerutscht und ist auf die Gleise und die Bahn ist über ihn. Und das hast du gesehen? Ja, aber ich konnte natürlich nicht sehen, weil die Bahn über ihn war, aber trotzdem. Da warst du 14? Ja. Und ein Jahr später hast du die Geschichte erlebt, die du gerade erzählt hast? Ja. Und dann, genau, also das war dieses Jahr, auch am 6.6., aber dieses Jahres war ich ganz kurz in der Stadt, weil ich meine Sporthose ist kaputt gegangen, wollte ich mir eine Sporthose holen. Mhm. Und dann gehe ich bei uns beim Hauptbahnhof lang und da sind immer extrem viele Leute und auch viele so, ja, halt Verrückte, könnte man sagen. Mhm. Und neben mir war ein älterer Mann auf dem Fahrrad, er ist stehen geblieben und hält sie plötzlich so die Brust fest. Und ich gucke ihn noch so voll komisch an so, und dann macht er so, okay, was geht denn jetzt ab? Mhm. Und er ist da echt ohne zu bremsen auf diese Steinplatten, Marmorplatten raufgeknallt. Mhm. Und einen Herzinfarkt, oder? Ja, genau. Und es ist total blau geworden. Und ich denke, Und du hast es wieder gesehen? Ja, nur ich habe nach der Sache mit dem Mord, habe ich immer so, das hat sich total paranoid an, aber ich habe immer so Sachen dabei, zum Beispiel jetzt diese Handschuhe und sowas. Habe ich immer mit. Josi, ich muss ja sagen, wenn man in 15 Jahren sowas erlebt, also vor allen Dingen diesen Mord, hat das natürlich eine heftige Erschütterung in der Seele zur Folge. Du zitterst ja noch ein bisschen, wenn du davon erzählst, wie ich gerade gehört habe. Ja. Ist mir das völlig klar, dass man da irgendwo völlig verschreckt ist? Und hat sich denn irgendjemand um dich danach ein bisschen gekümmert, psychologisch? Ja, schon. Also als ich erstmal, das war so krass in der Polizei war, sie haben mich wirklich behandelt, als ob ich die Täterin gewesen wäre. Mhm. Und ich habe ihnen gesagt, ich weiß nicht, aber ganz ehrlich, ich hätte mir selber nicht geglaubt. Ich hatte überall Blut, meine Hände waren noch voller Blut. Und ich habe dann auch noch so Faxen gemacht, weil ich meine so, ich will hier weg und war so rumgeschrien. Und ich war die Letzte, die abgeführt wurde. Die andere musste sich einfach nur so in den Wagen setzen, aber ich wurde mit Handschellen auf den Rücken. Mhm. Gab es denn dann von der Polizei eine psychologische Betreuung, nachdem klar war, dass du nicht die Täterin warst? Ja, aber da haben sie ein bisschen geschlampt gehabt, weil nachdem ich abgeführt wurde, wurde ich ja in die Zelle gebracht und da saß ich dann total alleine. Aber dann wurde ich verhört von einem sehr netten Mann, Herr Schlottmann, der... Ich kam rein und er sagte gleich, du warst es nicht. Und ich meinte so, ja, danke schön, eigentlich mal jemand, der mir glaubt. Mhm. Und dann hat sich wirklich niemand hat sich um mich gekümmert. Okay, hast du denn privat danach versucht, irgendwie Hilfe zu finden? Ja, meine Mutter, sie war so sauer auf die Polizei, sie hat da angerufen, hat die total fertig gemacht. Und okay, lassen wir die Polizei mal raus. Ist da blöd gelaufen, müssen wir jetzt gar nicht weiter darüber diskutieren. Wichtig ist jetzt, du bist jetzt wichtig. Ja, die haben... Und deine Stimmung und deine Seele ist wichtig. Ja, die haben den weißen... nachdem meine Mutter die fertig gemacht hat, haben die den weißen Ring Bescheid gesagt. Ja. Und der hat mal uns, so gesagt, Beistand aber ich wollte halt nichts annehmen. Ich wollte es nicht. Ich finde wichtig, Josi, dass du was annehmen solltest. Natürlich kann man das Gefühl haben, wenn man ein paar Mal solche schlimmen Sachen erlebt hat, ich ziehe das Unglück an. In der Regel ist das natürlich falsch.
Ich kann aber sehr gut verstehen, dass man so denkt, vor allen Dingen, wenn man das erlebt hat. Ich finde, das ist eine richtig traumatische Sache, die du da hinter dir hast. Und ein paar Stunden mit einem guten Psychologen ein Gespräch zu führen, halte ich für ausgesprochen sinnvoll in deinem Fall. Du hast dich bei mir gemeldet, um auch ja ein bisschen zu reden. Und wir können dir ja auch nur, oder ich kann dir ja auch nur so einen Rat oder so einen Tipp hier geben. Ich habe im Hintergrund eine Psychologin sitzen, das ist die Magdalena. Mhm. Mit der möchte ich gerne, dass du jetzt ein paar ausgiebige Worte noch redest. Und die Magdalena könnte dir auch in deiner Umgebung noch ein paar Adressen nennen, wohin du dich wenden kannst, wenn du das gerne möchtest. Ich finde, du solltest das versuchen. Du hast nichts zu verlieren. Okay, danke schön. Ja, dann legst du mal bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Tschüss. Okay, gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön, alles Liebe dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Patricia ist hier. Patricia ist 20. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hallo, ja. Patricia, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich mich irgendwie zwischen zwei Männern entscheiden muss. Oh. Und ich weiß, wie ich das anfangen soll. Na, wollen wir mal gucken, ob wir das lösen können. Ja, das versuche ich seit einer Weile. Erzähl mir mal von den beiden Männern. Wie lange kennst du die schon? Wie lange zum Beispiel kennst du die schon? Also mit einem bin ich zusammen seit mehr als 7 Jahren. Mehr als 7 Jahren? Seit mehr als 7 Jahren. Wir rechnen mal schlau zurück. Wie alt waren wir da? 13? Nein, 19. Also ich bin jetzt 26. Ach, hier steht bei mir 20. Jetzt verstehe ich, das ist ein kleiner Tippfehler hier. Ah, dann ist das schon klar. 7 Jahre zusammen mit dem einen. 7 Jahre zusammen mit dem einen. Und ich war während meiner Diplomarbeit in Dänemark und habe den anderen da kennengelernt. Was hast du für ein Diplom gemacht, wenn ich fragen darf? Biologie. Biologie. Oh, Respekt. Schwieriges Fach. Dankeschön. Ja. Und, Frau Diplom-Biologin. Diplom-Biologin, ja. Gerade. Und also er ist halt auch Biologe. Ein gut aussehender, blonder Däne. Er ist blond, durchschnittsaussehend und eigentlich Australier und Däne. Achso, auch nicht schlecht. Aber Biologe. Ist auch Biologe, arbeitet da und wir wohnten halt irgendwie im gleichen Studentenwohnheim. Ja. Und da hat's gefunkt. Und da hat's gefunkt. Mhm. So, bist du mit deinem Hauptfreund, sage ich jetzt mal, bist du nach wie vor zusammen? Mit meinem Hauptfreund bin ich nach wie vor zusammen. Und wie lange läuft das jetzt mit Dänen schon? Also ich war ein halbes Jahr da und 4 Monate lang lief alles ganz gut und es lief da gar nichts. Ja. Und die letzten 2 Monate hatten wir halt sozusagen eine Beziehung. Und wie lange liegt dieser Aufenthalt jetzt zurück? Ich bin im August wieder zurückgekommen. Ach so, alles ganz frisch. Ist ziemlich er frisch. Ist noch in Dänemark im Moment. Er ist in Dänemark und er bleibt auch die nächsten 3 Jahre. Oder und so. Ihr telefoniert miteinander? Wir telefonieren, und wir schreiben E-Mails. Und habt Sehnsucht? Wir haben Sehnsucht, wir haben 1000-mal beschlossen, dass wir es nicht weitermachen und überhaupt. Ja. Und, ist er solo? Ist er solo? Er ist solo, ja. Solo. Er weiß, dass du einen Freund hast? Er weiß das. Weiß dein Freund, dass da was gelaufen ist? Er hat keine Ahnung. Er hat keine Ahnung. Das heißt, du hast ein großes, schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber? Ich habe ein sehr großes, schlechtes Gewissen. Mhm. Eigentlich habe ich beiden gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil ich hätte es mir irgendwo verkneifen sollen. Mhm. Der Däne, lass uns noch ein bisschen über den Dänen sprechen. Was macht dich da so an ihm? Was findest du sie toll? So toll? Was ich so toll finde, ist, dass er ist mehr so wie ich bin. Also mein Freund ist eher unterschiedlich und hat nicht so ganz die gleichen Interessen. Mhm. Ich muss nur husten, Entschuldigung. Ja. Und was bekommst du von ihm, was du von deinem Freund nicht bekommst? Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ah ja, naja. Und dann noch die gleichen Interessen und sogar noch den gleichen Beruf, kann man nicht viel reden. Genau, also man kann sich wunderbar über einen Beruf unterhalten, ohne dass der andere gelangweilt ist, was mal sehr schön ist. Mhm. Ist so im Bereich Zärtlichkeit, Sexualität, ist der Däne da besser als der Hauptfreund? Naja, ich wäre jetzt mit dem Hauptfreund keine 7 Jahre zusammen, wenn er schlecht wäre. Und ja, aber nach sieben Jahren wäre ja auch durchaus normal, dass das Ganze irgendwie ein bisschen abgekühlt ist und es nicht mehr so prickelt. Nee, eigentlich ist es das gar nicht. Er ist nur anders. Er ist ein bisschen forscher, ein bisschen fordernder und also er fordert ein bisschen mehr und das fand ich schön. Der Neue. Der Neue. Der Neue. Mhm.
ja, er gibt sich ein bisschen mehr Mühe, ist ein bisschen einfühlsamer, ja, aber... Es ist ja alles auch noch frisch, da gibt man sich mehr. Wollte ich auch sagen, das liegt vielleicht auch nur daran, dass wir keine 7 Jahre zusammen sind. So von den Charaktereigenschaften, wenn du die beiden so vergleichst, das hast du ja wahrscheinlich schon 100.000 Mal gemacht. Wer schneidet da besser ab? Ganz ehrlich, wenn es auch hart ist, das Urteil. Von den Charaktereigenschaften? Zurzeit glaube ich eher der Däne. Der Däne? Ja. Was sticht da besonders hervor? Welche Charaktereigenschaft? Also ich glaube, es liegt auch daran, dass er, also er ist 2 Jahre älter als ich, er ist 28. Und mein Freund ist noch 24, also der ist jünger als ich. Und ich glaube, es liegt halt sehr viel damit zusammen. Ja. Es ist halt, mein Freund ist noch ein Student, er geht jedes Wochenende weg. Also der andere ist schon reifer, erfahrener. Der andere ist reifer, sesshafter. Aber das ist keine Charaktereigenschaft, das ist nicht so ganz, noch nicht ganz verständlich für mich. Das andere ist, er ist einfühlsamer. Also er bemerkt sofort, wenn ich irgendwie was sage oder was schreibe, wie meine Laune ist. Ich muss das ihm nicht erklären. Also er weiß es sofort. Und er geht darauf ein. Und das ist mir wichtig. Also hat die Bereitschaft, darauf einzugehen. Du wohnst mit deinem Freund zusammen? Nein. Nein. Merkt dein Freund irgendwie, dass du in der Stimmung ein bisschen anders bist? Oder überhaupt nicht. Das heißt, du bist eine gute Schauspielerin. Oder er ist kein aufmerksamer Beobachter. Oder vielleicht beides. Oder beides. Sagen wir beides. Ja, das ist natürlich ein Zustand, den darf man nicht lange aufrechterhalten, Patricia. Ne? Ich weiß. Ist klar, das ist natürlich, das geht nicht. Man steht selbst vor sich selbst schlecht da. Abgesehen von, dass man sich natürlich auch schuldig macht dem anderen gegenüber. Du bist nicht fähig, eine Entscheidung zu treffen. Ich bin relativ unfähig. Mhm. Also ich schwanke andauernd. Mhm. Ich so 2 Mal am Tag vielleicht. Mhm. Wo ich mir denke, so, jetzt bist du dir ja total sicher, dass du deinen Freund willst und alles ist gut. Ja. Dann ärgert er mich ein bisschen, dann denke ich mir, gut, wunderbar, nimmst halt den anderen. Mhm. Ich finde ja immer, das Fairste ist, dass alle unter gleichen Bedingungen agieren, kämpfen können. Das kann dein Freund, dein langjähriger Freund nicht, weil er es nicht weiß. Das heißt, er müsste informiert werden. Das wäre der allererste Schritt. Ja gut, ich habe, also er weiß nicht, dass wir da 2 Monate lang quasi eine Beziehung hatten. Mhm. Ich habe ihm gesagt, dass da irgendjemand ist, mit Ach dem so. Ich mich super gut verstehe und dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Aha, da klingt gerade eine Uhr bei dir. Ich habe nur eine SMS bekommen. Ach so. Ach so, das heißt, er ist da schon ein bisschen vorgewarnt. Er ist insofern vorgewarnt. Hat er denn da nicht weiter gefragt? Was ist da los? Erzähl mal. Er hat sich nur gesagt, ja, er dachte sich, dass da vielleicht was ist. Ich soll mich entscheiden. Er mischt sich da nicht ein. Ach, der ist ja cool drauf. Wie, der, ja, fragt, nein, der fragt nicht weiter nach, was ist er da los? Er hat überhaupt nicht weiter nach. Habt ihr miteinander geschlafen? Bist du verliebt? Was ist das für ein Typ? Gar nichts. Nein. Er hat gemeint, er will nicht wissen, was in Kopenhagen lief. Er fragt mich auch nicht. Ach. Ich soll meine Entscheidung treffen. Oh Gott, das klingt aber nicht doll. Das klingt aber nicht sehr leidenschaftlich und nach dem Motto, ja, entscheid du mal, wie du entscheidest. Ja gut, er meint, es würde ihm schon sehr wehtun, wenn ich mich gegen ihn entscheide. Ja, aber so schlimm ist es auch nicht. Aber er, also ich habe jetzt keine Blumen geschickt bekommen, wobei ich von dem anderen welche geschickt bekommen habe. Oh, das klingt nicht gut, finde ich. Das klingt nicht gut, was deinen alten Freund anbelangt. Ja, aber war... Würde mich, wenn ich du wäre, provozieren. Würde ich denken, was ist denn mit dem los? Ich leg dem schon irgendwie so ein bisschen die Wahrheit hin, was ja schon schwierig genug ist. Und dann sagt er zu mir, ne, entscheide du mal und mach du, wie du willst. Und wenn du dich gegen mich entscheidest, ja, ist schwierig. Hä? Was ist denn da los? Ja gut, aber war schon immer so. Also das ist jetzt keine neue Eigenschaft. Nee, aber ich bin als Außenstehender ganz entsetzt, wie du mir das erzählst. ist das für dich keine Provokation? Dass ich jetzt sage, ja gut, dann halt nicht und tschüss, oder? Ja, der signalisiert ja überhaupt gar nicht ein Interesse großartig. Der sagt ja, mach du, wie du willst und ich arrangiere mich damit. Na super. Ja, in der Hinsicht ist er schon eine Provokation, aber ich muss auch sagen, also er verbringt sehr viel Zeit mit mir. Mhm. Er gibt sich Mühe, dass wir auch irgendwie, also da wir so lange zusammen sind, jetzt nicht nur irgendwie zusammen rumhängen, wenn wir Zeit verbringen, sondern auch wirklich was machen, worüber ich mich immer beschwert habe. Mhm. Er ist in letzter Zeit immer pünktlich, was er die ganzen 7 Jahre nie war. Ah, also ein bisschen bemüht er sich. Die Kleinigkeiten macht er, aber er redet nicht darüber
und er macht nicht wirklich was aktiv. So, das würde ich dem alles so sagen. Genau wie du es mir gerade gesagt hast. Ich würde sagen, ich möchte mit dir darüber reden. Ich bin in einer Problemsituation. Ich möchte gerne mit dir, meinem Freund, darüber reden. So, mal gucken, was dann passiert. Okay. Und ich würde auch all das sagen, was du, das finde ich auch, ich finde, dass man das auch einer alten, in Anführungszeichen alten Beziehung schuldig ist, dass man auch mal so ein Kritikkatalog hinlegt. Also du sagst, er ist so wenig einfühlsam. Und da gibt es wahrscheinlich auch viele Beispiele, an denen du ihm das klar machst. Wobei ich mir sage, der wird jetzt nicht in 2 Wochen Einfühlsamkeit lernen. Aber du musst ihm zumindest die Chance geben. Ich meine, manchmal muss man ja auch wachgerüttelt werden. Es ist ja wichtig, dass einem Menschen auch mal was klar ins Gesicht sagen. Mhm. Wenn man einfach das nur so laufen lässt und dann hat man ja gar keine Chance, sich vielleicht auch zu verändern. Vielleicht ist der ja ganz baff, wenn du ihm Dinge sagst. Wenn ich jetzt sag, so, ich gehe jetzt. Nein, ja, auch wenn du ihm Dinge sagst, die du an ihm kritisierst, die du vielleicht so noch nie gesagt hast. Ja gut, ich glaube, ich bin manchmal ziemlich viel kritisiert. Also, jetzt nicht viel kritisiert, aber ich verkneife mir die Kritik nicht, wenn mir danach ist. Mhm. Also ich schone ihn jetzt nicht, weil ich mir denke... Ich würde diesen Konflikt aufkochen lassen. Ich finde, nur so kann man auch für sich selbst da klar rauskommen. Ich will auch das nochmal richtig hervorrufen, das Gespräch mit ihm darüber, und er soll auch mal eine Stellung beziehen. Ich würde an deiner Stelle auch mal hören wollen, dass der traurig ist, wenn du gehen würdest. Das sagt er ja auch. Ja, aber also was ich zurzeit ziemlich schlimm finde, ist, dass beide ankommen mit "Ich wäre die Frau fürs Leben", ja. Und das sagen beide. Ja. Und das fällt mir halt relativ schwer, irgendwas dazu zu sagen. So. Also ich antworte zurzeit keinen. Ich verstehe. Ich rate dringend, Patricia, dass du nochmal mit ihm richtig redest, deinem Hauptfreund. Mhm. Und dann werden die Dinge ihren Lauf nehmen. Ich hoffe für dich den guten Lauf. Okay. Alles gut. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist jemand, ich kann sie aussprechen, Savage? Sefki. Wie? Sefki. Ganz einfach. Sefki? Sefki. Sefki. Egal, ich lerne es nicht mehr. 26 Jahre alt, hallo. Wie Gustav. Bitte? Geh wie Gustav, Sefki. Ach, Gewski. Na, egal. Schön, dass du da bist. Ja, und was geht's bei dir noch? Ich muss noch ganz zittern von der Story, eine bevor jetzt, vor der Patricia. Das war ja richtig schaurig. Ja, das war wirklich schaurig von Josie, ja. Ja. Also, mein Thema ist einfach, ich bin 26 Jahre alt. Ja. Und ich bin seit 4 Jahren und 1 Monat und 4 Tage verheiratet. Ja. Und als ich die ersten 2 Jahre hatte ich in einem amerikanischen Betrieb hier in Bayern angesiedelt, einen Job als Laborleiterin, mhm, und wurde dann befördert zur Qualitätsmanagerin, das heißt Abteilungsleiterin, mhm, und ist eigentlich schon, also ich bin mit im Management dabei, mhm, und diese Entscheidung habe ich damals getroffen mit meinem Ehemann, mhm, also ich habe 1 Tag Zeit gehabt, mhm, und musste dann, ich musste die Zeit ausnutzen, den Tag, um mit meinem Mann drüber zu reden, mhm, weil es eine Entscheidung ist, weil ich dann öfters weg wäre, kurzfristig von heute auf morgen oder früh im Geschäft und Nachmittag wegfahren. Das kann Frankreich sein, Italien, Ägypten, Amerika. Mhm. In der Branche oder in dem Job ist es halt so, wenn es Qualitätsissues gibt, ne? Mhm. Und wir haben das damals zusammen entschieden. Ich habe gesagt, du entscheidest. Ja. Und weil er ja dann daheim ist, ja, er arbeitet auch, er ist Arbeiter in der Firma. Ja. Und dann hat er entscheidet, ich entscheide es nicht, habe ich gesagt. Ja. Und wir haben dann drüber geredet, das Geld war auch sehr verlockend, muss ich sagen, es ist immer noch verlockend. Mhm. Und wir haben dann entschieden, ja, ich mach's. Und das ging 1 Jahr, 1,5 Jahre ging's gut, es ging bis zu diesem Sommer gut. So, mein Lieber, jetzt unterbreche ich dich mal. Ja. Jetzt ist etwas Dummes passiert. Diese Sendung ist gleich vorbei. Oh. Und ich merke schon, dass wir überhaupt nicht richtig reden können. Aber ich möchte sehr gerne mit dir reden. Und möchte folgenden Vorschlag machen. Dass wir am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, da sind wir wieder live hier, dass wir dann richtig nochmal erneut reden. Bist du einverstanden? Oh, ich bin da auf Geschäftsreise in Frankreich. Dann mache ich folgenden Vorschlag. Meine Redaktion tüftelt mit dir einen neuen Gesprächstermin aus. Mhm. Für die nächsten Zeit, sobald du kannst, okay? Okay. Weil sonst ist das zu schade, wenn wir uns jetzt hier einfach so verabschieden.
Okay. Dann legst du auf und meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an. Okay, danke. Okay, ciao. Alles Liebe, tschüss. So, Freunde, das war's für diese Woche hier von uns. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Katrin Pausen, Marco Rössler, Uwe Petersen, Christoph Hoffmann, Vivian Merschak, Pamela Koppay und Magdalena Groß. Morgen gibt es keinen Promi-Talk. Wir sind wieder live hier in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und ein gutes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye bye. Tschüss.